Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim im grünen Gewölbe. Ja, und ich habe meine neue Schmiederüstung an. Ich habe mal offscreen ein bisschen gecraftet. So. Verzauberung 100, Schmiedekunst 100. Und Alchemie ist auch auf 100. Alles drin. Jetzt brauche ich nur noch einen Perk für das Reinheitsgebot. Aber für den Anfang sollte das erstmal reichen. So. Ach, guck an, ich war schlau, hab schon auf Favorit gelegt. Huge. So. Und dann sollten wir mit dem Typen hier quatschen, ne? Ah, ne. Mit dir will ich nicht quatschen. Noch nicht jedenfalls. Ich glaube, da gehen wir lieber zu der Festung hin. Gut, alles klar, dann wo sind wir? Ich sollte doch hier irgendwen überzeugen, hier zu bleiben. Ist sie dicht? Frechheit. Wissen hat. Oh. Naja, wisst ihr was? Dann machen wir das anders. Sitte, deswegen renne ich lieber mit Azidas Schuhen. Über das Wasser. Zum Nelot.
beziehungsweise uns fehlte ja auch noch eine Truhe vom Todesmalschatz, um uns erst die gucken, was die neu geschliffene jetzt kann. So geil. Ich bin in Schwarzlicht in Morrowind aufgewachsen. Falls es sich ergibt, solltet ihr die Stadt mal besuchen. Das interessiert sie ist kein. Spektakulär. So. Wann die das gern? Da ist der Todesmalschatz. Schatzjäger. Noch einer. Die haben dann halt gekriegt von der Aschenbrut. Und eine uralte Schatztruhe. Schlüssel zum Gülden. Hügelgrab, aha. Wo ist das? Ah, da. Wo wir gerade herkommen. Ja, gut. Gut, gut, gut. Ne? I love it. So mega geil. Einfach nur nice. Feuer unter die Lunte. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Mir geht's gut, mir geht's gut. So. Und da sollen wir jetzt irgendeinen Stab herstellen. Auge von Citra. Ast des Baums der Schatten und zwei Herzsteine.
Ziele, deren Resistenz versagt, werden für 10 Sekunden gelähmt. Aha. Witzig. Schwöre auf die Gabel. Fertig. Ast rein. Gut. Geht nicht so weit voraus. Ja. Ein kleiner Drache. Voll geil, wie der hier in Zeitlupe lang düst. Leckerchen. Irgendwie habe ich die trotzdem noch dabei, hier die Kleinen. Glaube ich jedenfalls. Naja. Traum.
Oh. Leider vorbei. Ich warne euch. Zurück! Bis hierher und nicht weiter. Warne euch. Zurück! Durch eine schöne Zeit zum Verlauf achten. Bastard! Verdammt! Sterb endlich! Dafür! Oh, das Ende unseres Spiels. Ruhe hier. Hell drin ist mal wieder spät dran. Mhm. Dauert lang, das Stahlrennen hier abzuklappern. Er hat wieder. Oh, Tornnote. The single richest treasure. Mm-hmm. Scheint, als wäre der Ort schon Jahrhunderte vorher geplündert worden. Nur das Stahlrimm, aber das kann er mit seiner Picke nicht abbauen. Vermutet eine Geheimtür. Ja, ja, und ist nicht viel, was er tun kann. Mit den Banditen draußen vor der Tür. Dieses ganze Herumgelaufe. Ich wünschte, hier gäbe es einen Schlickschreiter. Was willst du mit dem Schlickschreiter hier drin? Da ist der Geheimgang. Da kann ich leider keinen Stahl mehr bauen.
Oh. Da ist der dicke Schatz. Geh weg. Oh, dieser Splatterlösung liegt hier so rum. Ups, ups. So, einmal mit dem Staubsauger durch. Oh, muss ich gar nicht aufschließen. Knorrenpfeile. Lecker. Ich weiß nicht, wie ich auf die... Die kam auf Solstheim, mein Glück zu suchen. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Da bricht doch hier die Hölle aus. Ich komme gar nicht klar.
Abgeschlossen. Death Friend. Jo. 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 Der Digga, der hat bestimmt die Schwerter und so gehabt, ne? Ja. Gut, 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 gut. Ach, die beiden. Sind so geil. Mova Fato. Ja, Mova Fato. Robbe. So.
Wo ist er denn? Immer noch hier in der Hütte. Ich hoffe, dass Nikolas euch zuhören wird. Meine Worte scheint er nicht mehr zu verlieren. Ach, ja. Ich habe schon Fremdlinge in unserem Dorf gesehen, aber keiner davon war so wie ihr. Eure Mutter hat mir gesagt, dass ihr das Dorf verlassen wollt. Das stimmt. Ich möchte die Welt sehen und großen Ruhm erlangen. Ich möchte die gefährlichsten Kreaturen jagen und große Reichtümer anhäufen. Ich bin es leid, in diesem Dorf zu wohnen. Ich möchte etwas anderes tun, als nur das Land zu beackern, zu fischen und wild zu jagen. Für einen Abenteurer wie euch ist es wahrscheinlich schwer zu verstehen, aber das Leben der Skal ist ziemlich langweilig. Ihr würdet eure Mutter im Stich lassen, wenn sie euch am dringendsten braucht. In euren Worten liegt Wahrheit. Seit dem Tod meines Vaters ist sie nicht mehr sie selbst. Über meine Abenteuerlust habe ich meine Pflichten als Sohn und Skal ganz vergessen. Ihr habt mir geholfen, die Weisheit zu erkennen. Und dafür danke ich euch, Skalfreund. Bitte, bitte. Wenn Nikolas mich jetzt verlässt, bin ich ganz allein. Nikolas hat sich bereit erklärt zu bleiben. Möge der Altschöpfer euch mit vielen Söhnen und Töchtern segnen, Fremdling. Erneut habt ihr euch als wahrer Skalfreund erwiesen. Ich wünschte, ich könnte euch eine Belohnung geben, die der Freude in meinem Herzen entspricht. Aber ich kann jemandem, der schon so viel besitzt, nur wenig anbieten. Das hier wird euch vielleicht nützen. Diese Kräuter gibt es nur auf dieser Insel. Ihr könnt sie nirgendwo sonst finden. Ja, habe ich schon. Ohne bis zum Ende nächsten. Von. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich genieße es, dem jungen Nikolas Geschichten über meine Reisen in Tamriel zu erzählen. Ihr gehört nicht zu den Skal. Oh nein, nicht im geringsten. Ich bin Historiker. Ich bin hier, um mehr über die Geschichte von Solstheim zu erfahren. Solstheim ist ein faszinierender Ort, doch wir wissen so wenig über seine Vergangenheit. Noch immer gibt es viele Rätsel zu lösen. Was macht ihr da bei dieser Steinstruktur, bei der alle mitgeholfen haben zu bauen? Ja, das war ein verstörendes Erlebnis. Aber um eure Frage zu beantworten, die Architektur war merkwürdig, fast schon übernatürlich. Dies und die große Macht, die erforderlich war, um unseren Geist so einzunehmen, lässt auf die Machenschaften eines mächtigen Magiers schließen. Entweder das oder ein Daedra. Wenn das so ist, dann mögen die Neuen uns beistehen. Daedra? Mächtige und bösartige Wesen, die das Reich des Vergessens ihre Heimat nennen. Die Mächtigeren unter ihnen können unsere Welt beeinflussen. Wenn sie das tun, leidet die Menschheit Qualen. Wie lange studiert die Skal schon? Nun, lasst mich nachdenken. Ich schätze schon fast ein Jahr lang. Meine Güte, wie die Zeit verfliegt. Und den Skal macht's nicht aus, studiert zu werden? Bisher zumindest noch nicht. Sie halten mich für komisch, aber sie scheinen mich zu tolerieren. Sie waren sogar sehr entgegenkommend, geradezu gastfreundlich. Offensichtlich sprechen sie gerne über ihre Traditionen und Geschichte. Ja, ja, natürlich, lebt wohl. Es tröstet mich sehr, dass Nikolas bleibt. Ich danke euch, Fremdling. Ich wollte gerne die Quest von dem haben. Ach, zum Rales müssen wir auch. Ja gut.
Servus. Kampf. Das ist jetzt Ralis Problem. Oh, ich hatte gehofft, ich würde euch nicht ganz so bald wiedersehen. Sieht so aus, als hätten diesmal wenigstens ein paar Bergleute überlebt. Tja, nun. Die Söldner haben ihre Arbeit getan, waren jeden Septim wert. Natürlich sind manche da vielleicht anderer Meinung. Die Toten zum Beispiel. Bei den Göttern. Was für ein Debakel. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber Übung macht schließlich den Meister. Ihr geht und erledigt erneut die Draugr. Und ich halte den Rest dieser Envar davon ab, davon zu laufen. Cool, cool, cool. Allerdings... Diese Soldaten haben nicht viel getaugt. Machen wir das erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye. Das ist jetzt Ralis Problem.